Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Wir befinden uns wieder im schönen Tamriel, wenn man denn das so sagen kann. Ich meine, wir haben jetzt draußen helllichter Tag in der Realität und in Tamriel ist es irgendwie stockdunkel und am Regnen. Und ich weiß auch nicht so ganz, was mein kleiner Fluffy da unten eigentlich mit dem Basti vorhat. In der letzten Folge hat man uns gesagt, wir sollen zurück nach Marburg gehen und mit Königin Iron sprechen. Und das werden wir jetzt tun. Ich habe gehört, dass ihr beschäftigt wart, meine Freundin. Gut, sehr gut. Ist dieser Brief für mich? Einzelheiten von Major Sirenve und Fariel, um euch auf den neuesten Stand zu bringen. Ich verstehe. Die Gerüchte waren also wahr. Pelidil. Es ist gut, dass ihr ihm den Garaus gemacht habt. Doch ich hoffe, ihr seid noch nicht zu müde, mein Auge. Pelidil mag tot sein, doch seine Taten sind noch überall in Valenwald zu spüren. Wir haben noch viel zu tun. Eure Majestät, die Untoten versammeln sich am Driladan-Pass. Ein Lich befehligt sie. Er trägt das königliche Siegel. Nemon, dann muss ich um eure Nachsicht bitten. Ich kann jetzt nicht sprechen. Bitte, sprecht sofort mit ihm. Okay. Königin Iron habe ich noch nie weinen sehen. Also ist es wahr. Fürst Nemon wurde von den Toten erweckt und sucht jetzt Rache, indem er Valenwald verdirbt? Die Götter mögen uns helfen. Das macht alles noch schwerer. Und da die Untoten schon vor den Stadtgrenzen stehen, müssen wir jetzt etwas tun. Prinz Nemon führt sie an? Nein, der Lichfürst, Nemon hat die Toten angeführt, aber inzwischen hat er diese Gegend verlassen. Bevor ihm aber jemand nachsetzen kann, müssen wir erst die Untoten vor den Stadttoren vertreiben. Wie kann ich euch helfen? Ihr solltet euch zum Driladan-Pass sputen. Ich bin sicher, dass man dort dankbar für eure Unterstützung sein wird. Sucht nach Speerin Catania. Sie ist gleich vor den Stadttoren. Sie hilft uns dabei, unsere Verteidigung zu koordinieren. Ich werde hier bleiben, falls die Königin etwas braucht. Dann werde ich zu Catania gehen. Ja, und das werden wir dann auch jetzt tun. So, große Frage ist jetzt nur, wo müssen wir da jetzt genau hin? Ach, da oben. Ach, wir müssen gar nicht reisen. Wir können reiten. So. Passt auf, was ihr tut. Ja, ich reite doch nur. Ich mache doch gar nichts Böses. So, da hinten. Helft uns, diese Mauern zu halten. Sonst sind wir alle tot. Ja, darum geht's ja. Es ist hässlich und wird immer hässlicher hier draußen. So wie unsere Soldaten fallen, wachsen die Reihen der Toten. Bei diesem Tempo werden wir morgen früh bei Sonnenaufgang für die andere Seite kämpfen. Und das ist nicht einmal das Schlimmste. Was ist das Schlimmste? Es geht um Prinz Nemon. Der arme alte Junge wurde auch von den Toten auferweckt. Aber er ist nicht er selbst. Von dem Helden, der er laut Eiren zu Lebzeiten gewesen sein soll, ist nichts mehr zu erkennen. Er ist jetzt abgrundtief böse. Und soweit wir das bisher beurteilen können, führt er diese untote Armee an. Warum greift er hier an? Ich habe keine Ahnung. Und ich habe auch keine Zeit mehr, darüber Gedanken zu machen. Wir müssen uns auf die Lebenden konzentrieren, nicht auf die Toten. Mena Akusri und mehrere Soldaten sitzen in dem alten Händlertunnel den nördlichen Pfad hinauf fest. Meint ihr, ihr könntet sie holen? Ich glaube schon. Ich kann es zumindest versuchen. Wenn ihr hilfsbedürftige Soldaten seht, helft ihnen. Alle im Kampf Gefallenen wird das Erbe einfach erwecken, um sie gegen uns kämpfen zu lassen. Am wichtigsten ist es jetzt allerdings, zur Mähne zu gelangen. Wenn er hier stirbt, versetzt das den Dominion noch einen Schlag. Wo ist Prinz Nemon jetzt? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn nicht selbst gesehen, aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Soldaten völlig verängstigt und verstört aus dem Wald geflohen sind und dabei etwas von Nemon gemurmelt haben. Wenn man ihnen Glauben schenkt, dann ist der Prinz, oder was auch immer aus ihm geworden ist,
Überall. Wer lässt die gefallenen Soldaten als Untote auferstehen? Vor einer Weile erst hörte ich, Nämon würde sie anführen. Dann ist er gestorben und ich hörte, das wäre eine Lüge gewesen. Dass er in Wahrheit ein Held war. Jetzt weiß ich beim Vergessen nicht mehr, was ich noch glauben soll. Wie kam es, dass die Mähne festsitzt? Nach dem Tod des Silvenars kam die Mähne, um ihr Mitgefühl auszudrücken und um Walenwald beizustehen. Dann kam es zu diesem ganzen Schlamassel. Sie führte einen Spähtrupp in die alten Händlertunnel, aber dann wurden sie vom Rest von uns abgeschnitten. Möglicherweise wurden sie alle getötet. Ja, und ich muss mich erstmal entschuldigen, weil meine Stimme heute irgendwie die ganze Zeit toll war und sobald ich die Aufnahme gedrückt habe, scheint sie jetzt hier komplett im Eimer zu sein. Ach, da hinten geht's weiter. Übrigens, ich weiß nicht, ob das bei den Aufnahmen überhaupt auffällt. Ich meine, YouTube ist ja so ein bisschen, ne, man kann es schön machen, wie man will. Es kommt dann bei YouTube doch nicht so schön an von der Grafik her. Aber seit ich den neuen PC habe, meine ich, dass die Grafik sogar in Teso sich ein bisschen verbessert hat. Wenn ihr das genauso denkt oder wenn ihr eher denkt, dass sich da jetzt nicht viel verbessert hat, dann könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich würde da einfach nur gerne so eine kleine Reflexion haben. Also ich meine, für mich persönlich, es sieht ein bisschen besser aus, wenn auch nicht so viel. Also in anderen Spielen habe ich es viel krasser gemerkt. Ich war mein ganzes Leben Soldat, aber ich habe noch nie solch eine furchtbare Sache gesehen. Fürst Nämon? Eine Armee Untoter? Zum Glück hat Camoran die Dämmerranken-Waldläufer geschickt, denn es gibt einfach zu wenige Dominion-Truppen, um die Stadt zu verteidigen. Ich bin gekommen, um zu helfen. Was kann ich tun? Sprecht mit den Dämmerranken. Bodring hat hier das Sagen. Er wird am besten wissen, was getan werden muss. Mögen die Götter mit euch sein, meine Freundin. Mögen die Götter mit uns allen sein. Ja, der Typ soll irgendwo da oben sein, ne? Das sind aber jetzt alles böse. Also, sprich Gegner. Ich mach hier mal eben... Ich mach mal eben Trick 17. Ich gehe nämlich in den... Ich gehe nicht in den Tunnel rein. Rimmer, willst du mich veräppeln? Dann lese ich mal kurz das Buch. So. Komm, Basti. Jetzt gehen wir in den Tunnel. So. Da oben links... ach ja, das Update. Nee, das war... Hä? Ach so, da muss ich wieder hochgehen. Ich liebe es immer wieder, wie sie nach hinten fliegt, obwohl sie im vollen Block steht. Ja, ich habe sogar das Gefühl, dass seit dem letzten Update von letzter Woche sogar noch weniger Schaden durchkommt irgendwie. Zumindest, wenn man noch kleiner ist. Also, ich habe jetzt nicht so viel Unterschied gemerkt bei 160, muss ich dazu sagen. Wir sind noch nicht ganz rum. Dann kommt ja noch hinzu, das habe ich jetzt hier gerade nicht drin, dass, der Angriff ja auch nicht mehr so stark ist. Ja, darum kannst du dich jetzt gerade mal kümmern. Schlag zu! So. Okay. Ich habe es jetzt gar nicht mitbekommen. Der Knochenkoloss kam erst später. Dank euch ist Vizevogt Peledil tot. Und das Dominion hat einen Feind weniger. Darf ich jetzt kurz sprechen? Dankeschön. Guck mal, boah, jetzt bleibt man hier sogar noch am Grünzeug hängen. So, Moment, Mähne. Das unaufhörliche Geschrei der Untoten am Tor hört endlich auf und ihr tretet hindurch. Es ist eine Erleichterung, endlich einen Lebenden zu sehen. Liegt Akusri richtig, wenn er sagt, ihr kommt zu unserer Rettung? Ja, ich bin hier, um euch in Sicherheit zu bringen. Gut, sehr gut. Dann ist der Tunnel sauber, ja? Akusri ist euch ewig dankbar.
Er kann es zurück nach Marbruk schaffen und Verstärkung schicken, um den Tunnel zu halten. Unsere weitaus dringlichere Sorge besteht darin, die Ursache für den Angriff der Untoten herauszufinden. Mir wurde gesagt, Prinz Nemon würde die Untoten anführen. Ja, dieser sah den Prinzen mit eigenen Augen. Er ist aber nicht länger Nemon. Er wurde von den Toten auferweckt und eine Dunkelheit hat von ihm Besitz ergriffen. Trotzdem versteht Akus Ri das alles nicht. Der Prinz befahl seinen Truppen den Angriff und dann verschwand er. Wo ist er hin? Niemand weiß es genau. Aber wenn die Zerstörung Marbruks sein Ziel gewesen wäre, dann wäre der Prinz doch geblieben, ja? Nein. Der Prinz plant irgendetwas anderes und diese Pläne müssen enthüllt werden. Ihr seid offensichtlich sehr wacker. Ich glaube, ihr solltet diese Aufgabe übernehmen. In Ordnung. Wo fange ich an? Ihr müsst euch mit den Denier beraten. Er hat diese Frage schon durchdacht. Akus Ri muss euch warnen. In Denier ist sehr seltsam, selbst für einen Bosmer. Aber dieser hat noch nie einen Elfen mit einem so großen Verständnis für die Wege der Natur getroffen. Kommt, lasst mich euch vorstellen. In Ordnung, das klingt sinnvoll. In Denir, ich möchte, dass ihr zurückbleibt und dieser helft herauszufinden, woher diese Knochenarmee kommt und wie man sie ausschalten kann. Habt ihr verstanden? Ja, ja, das ergibt Sinn. Vielleicht ist es besser, wenn ich zum Pass hinausgehe und herausfinde, warum Nemon den Untoten überhaupt den Angriff befohlen hat. Ja, ihr geht weiter. Findet heraus, was Nemon plant und erstattet in Marbruk Meldung. Versucht nicht, alles allein zu machen. Und natürlich mögen helle Monde euren Pfad erleuchten. Ich weiß die Ansicht der Mähne und die Unterstützung des Dominions zu schätzen. Aber letztendlich fällt es uns zu, Valenwald zu beschützen. Seit dem Tod des Silvenars habe ich das Gefühl, dass Königin Eiren denkt, sie schuldet uns etwas. Aber wir Bosmer sind nicht hilflos. Ich bin sicher, das sollte keine Beleidigung sein. Natürlich nicht. Und ich bin dankbar für eure Hilfe. Es stimmt, dass ich das hier nie alleine schaffen könnte. Ich glaube nur, dass es ein Fehler wäre, die ganze Armee in den Wald marschieren zu lassen. Aber nun kommt. Wir dürfen nicht trödeln. Wir müssen die wahren Beweggründe des Schattens enthüllen. Mit dem Schatten meint ihr Prinz Nemon, oder? Ich glaube, so einfach ist das nicht. Der Schatten hat Nemons Gestalt angenommen. Er behält noch einige der Erinnerungen Nemons, aber er ist jetzt ein völlig anderes Geschöpf. Mit völlig anderen Beweggründen. Der Schatten ist untot. Daher müssen wir die Toten befragen, um seine Absichten zu erfahren. Wie machen wir das? Der Driladan-Pass ist alt. Viele Bosmer starben hier und manche von ihnen lassen sich durch keine Magie der Welt mehr auferwecken. Sie sind jene verfluchten Seelen, die gegen den grünen Pakt verstoßen haben. Kommt mit mir. Wir werden versuchen, mit ihnen Zwiesprache zu halten. Vielleicht wissen sie, was der Schatten wirklich vorhat. Wie haben Sie gegen den grünen Pakt verstoßen? Oh, da gibt es viele Möglichkeiten. Vielleicht haben Sie einen Baum gefällt oder die Beeren von den Pflanzen hier gegessen. Manchmal handelten Sie in guter Absicht. Aber Valenwald ist gnadenlos. Wenn Sie gegen den Pakt verstoßen, können Sie diese Ebene nicht mehr verlassen. Und Sie können nicht als Untote auferweckt werden? Nein, Sie sind an Ihre sterblichen Überreste gebunden. Sie können weder ins Jenseits eingehen, noch ins Leben zurückkehren. So werden Sie zu Zeugen von all dem, was unter den Lebenden wie den Toten vor sich geht, ohne je eingreifen zu können. Kommt, lasst uns schauen, was Sie über Nemon wissen. In Ordnung, dann lasst uns gehen. Ich war zu lange unter der Erde. Ich kann es kaum erwarten, wieder in den Wald zu kommen. Ja, dann auf. Obwohl, Moment, wir nehmen noch das Fleisch mit. Ich denke, wir haben Glück. Obwohl die meisten einheimischen Wildtiere vor den Untoten geflohen sind, sind die Fackelkäfer geblieben. Viele Leute wissen das nicht, aber Fackelkäfer zählen zu den scharfsinnigsten Kreaturen des Waldes. Sie sind erstaunlich. Und wie hilft uns das weiter?
Ich kann einen von Ihnen bitten, uns zu den sterblichen Überresten der verfluchten Toten zu führen. Falls ihr ihre Schädel oder so etwas in der Art findet, dann bringt sie zum Steintisch. Ich gehe vor und bereite alles vor, damit wir mit ihnen Zwiesprache halten können. Vertraut mir einfach. Es wird klappen. Ihr werdet es schon sehen. Wenn ihr das so sagt? Mal sehen, ob ich mit diesem sprechen kann. Na komm her, Kleiner. Ja, das wäre hilfreich. Hab Dank. Okay. Da fliegt er weg. Folgt ihm, um die Schädel zu finden. Trefft mich dann am Steintisch. Okay. Die Frage ist, dazu mache ich am besten mal wieder was an. Die Schädel. Einer ist geradeaus. Weil man ja bekanntlicherweise nicht so schnell angegriffen wird, wenn man auf dem Pferd reitet. So, den haben wir. Dann... Ist hier unten noch einer? Hallo. Wenn wir gerade schon mal dabei sind, können wir auch nochmal die zwei Sachen mitnehmen. So, und in der Richtung ist noch einer. Ich habe keine Angst vor euch. Ah, der ist da oben drauf. Das war jetzt doof, weil jetzt ziehst du nämlich alle mit. So. Hast du gedacht, ne? So. Das nehmen wir auch mal direkt alles mit. Zack. Und dann müssen wir... Ich bin mir nicht sicher, wohin. Erstmal hier rum. Dann. Ihr Verdammten, eure einzige Hoffnung auf Erlösung ist, uns zu sagen, warum sich die Toten erhoben haben. Ha, wir brauchen keine Befreiung. Der Schatten Nämons kündigt ein neues Zeitalter an. Ein Zeitalter, in dem wir wiederhergestellt sein werden und in dem man euch verurteilt. Wartet, wie könnt ihr das wissen? Hat der Schatten euch das tatsächlich gesagt? Das muss er nicht. Wer denkt, ihr wird den Schattenwald bewohnen, sobald er verwandelt wurde? Das werden wir sein. Nämon hat nicht die Macht, euch zu erlösen. Ich schon. Helft uns und ihr erhaltet die Chance auf Freiheit. Ich sage es euch, hört nicht auf diesen Narren. Der Schatten möchte den Wald verderben, um ein neues Reich zu erschaffen. Es nennt sich Schattenwald. Okay, jetzt können wir mit ihm sprechen. Damit hatte ich schon gerechnet. Das erklärt unsere Beobachtungen. Der Schatten von Nämon sucht keine Zerstörung. Er will Verwandlung. Wir müssen diese Schattenrisse schnell schließen. Zuerst habe ich ihren Seelen allerdings Erlösung versprochen. Könnt ihr ihre Seelen wirklich befreien? Es wird nicht leicht, aber ich habe es versprochen. Da ich die Strafe vollstrecken werde, denke ich, dass ihr darüber entscheiden solltet, ob jemand von ihnen befreit wird. Ich werde mit ihnen reden. Wir haben euch gesagt, was ihr wissen wolltet. Es wird euch nur wenig nützen. Aber man hat uns Befreiung versprochen. Bitte, ihr müsst mich freilassen. Oh, ich werde hier gerade so getriggert. Das ist vom, ich glaube, der dritten und vierten Staffel von H2O. Ist das die Direktorin, also die Stimme von der. Das ist so geil. Warum wurdet ihr hier eingesperrt? Ich habe meine Gestalt gewandelt. Ich weiß, dass das vom Grünen Pakt streng verboten ist. Ich war übermütig. Und ich habe es nur getan, um zu beweisen, dass ich es kann. Es war ein Fehler. Das weiß ich jetzt. Bitte. Ich habe lange genug gelitten. Naja, ganz ehrlich. Ich meine, die hat ihre Gestalt gewandelt. Die hat jetzt nichts Böses gemacht oder so. Deswegen in Ordnung. Ich befreie euch. Es ist seltsam, die Tötung des eigenen Volkes durch die leeren Augenhöhlen des eigenen Kopfes mit anzusehen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Warum wurde eure Seele verdammt? Meine Familie wurde von den Waldorks abgeschlachtet. Und ich habe aus Rache ihr Dorf niedergebrannt. Jedes einzelne Gebäude und jeden einzelnen Baum. Ich hätte den Wald nicht verletzen sollen. Ich hätte mein Volk in einen Trauerkrieg führen und mich am Fleisch meiner Feinde laben sollen. Ich hätte den Wald nicht verletzen sollen? Okay, ich hätte mein Volk in einen Trauerkrieg führen und mich am Fleisch meiner Feinde laben sollen. Also der hat ja einen netten,
eine nette Stimme, die wir auch in Tamriel öfter mal gehört haben, beziehungsweise noch hören werden. Aber hallo? Natürlich sollten die, ich meine, klar, die wurden von den Waldorks abgeschlachtet, okay, klar. Aber Rache ist nichts Gutes, dementsprechend, ihr habt eure Strafe verdient, ihr müsst hierbleiben. So, was mit dir? Narren, seht ihr nicht, was euch erwartet? Schaut euch um. Der Schatten wird ganz Tamriel verschlingen und ein neues Zeitalter einleiten. Ein Zeitalter, in dem die Toten erlöst und die Lebenden leiden werden. Warum wurde eure Seele hier eingesperrt? Die anderen Völker lachen über uns. Warum verlassen wir uns auf sie für das Holz, das wir uns auch einfach selbst nehmen könnten? Der grüne Pakt ist für die Schwachen. Wir sind nicht die Diener des Waldes. Das Grün sollte uns dienen. Ja, tut mir leid, aber das geht gar nicht. Dann seid ihr zu Recht verdammt und werdet hierbleiben. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Das Flehen der Verdammten ist fast nicht zu ertragen. So oder so sind sie in den Wald zurückgekehrt. Ich tat, was ich für richtig und angemessen hielt. Ich werde euer Urteil nicht in Frage stellen. Ihr Schicksal mag beschlossen sein, aber es ist das Schicksal Walenwalds, das mich umtreibt. Diese Schattenrisse, die die Schädel erwähnten, wir müssen sie schnell schließen. Dort sickert das Reich des Schatten in unseres hinüber. Wie schließen wir die Schattenrisse? Das habe ich noch nicht ganz zu Ende durchdacht. Ich kann sie aber spüren. Sie fühlen sich wie Wunden im Wald an. Ich verfüge über die Fähigkeit, das Grün in einem geringen Maß zu heilen. Doch sie verlangt mir wirklich alles ab. Ich werde euren Schutz brauchen. Lasst uns sehen, was wir tun können. Okay, dann mache ich aber nochmal die... jetzt muss ich mal eben schauen. Moment, wir müssen... Einmal rund... wir müssen erstmal... Doch, achso, das sind die Schattenrisse, die wahrscheinlich irgendwo im Berg sind oder so. Und das direkt auf dem Wasser. Dann würde ich sagen, wir gehen erstmal eben hier runter. Schauen wir uns auf da mal kurz nach, wenn ich denn auch reiten könnte. So. Kreaturen werde ich in meinem Wald nicht dulden. In seinem Wald, naja. Ein Kampf. Los, im Laufschritt. Lasst die Schattenrisse in Ruhe, oder es wird euch leid tun. Okay, war hier hinten noch irgendwas? Ich dachte jetzt, ich müsste noch mit jemandem kämpfen oder so. Kein Buch, kein gar nichts. Okay. Gut, dann reiten wir jetzt erstmal nach oben. Halt. Runensteine sind immer gerne genommen. Zumal ich davon echt wenig habe hier. Ja! So. Kommt und holt uns doch! Sah das aber irgendwie so ganz komisch aus, als ob eins von denen doch Schattenriss unten. Ja, das meine ich nämlich. Wir müssen doch nach unten. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Ui. Keiner hat mich gesehen. Ui. Ihr Idioten. So. Stirb, du Wicht! Sie sehen aber echt aus wie Zombies irgendwie. Na? Also es ist irgendwie schon ein ziemlich ätzendes Gefühl, wenn man so lange draufhämmern muss die ganze Zeit. Ich habe ja schon mal meinen Kommentar abgegeben zu dem Update, wo sie sehr viele, also Zenimax sehr viele Menschen mit genervt hat. So, hier hinten war nichts mehr, ne? Nee. Und
wie gesagt, auf meiner Main, beziehungsweise auf meinen 160er Chars, also natürlich weit mehr, fast 2000, da merke ich eigentlich gar keinen Unterschied. Machen wir uns auf den Weg. Moment, westlicher Schattenriss, das ist aber jetzt hier unten. Kann ich da rein? Ja. Kann ich rein? Ah. Wie viele Risse Sie auch öffnen mögen. Ich werde sie alle schließen. Jeden einzelnen. Ja, ich sollte nicht immer durch die Gegend laufen und mich dann fragen, was ich eigentlich sagen wollte. Na, sagst du noch was? Ihr seid zu weit gegangen. Nun werdet ihr den Schattenwald selbst erleben. Was für ein fauler Trick ist das? Ist das der Schattenwald? Ja, danach trachtet der Schatten. Walenwald in das zu verwandeln. Ein Reich der Dunkelheit und des Bösen. Das ist unfassbar. Was sollen wir tun? Ich weiß es nicht. Ich hätte nie gedacht, dass dieses Reich so genau ausgearbeitet ist. Wie konnte er es nur erschaffen? Woher hat er so viel Macht? Wir müssen dem ein Ende machen. Koste es, was es wolle. Vielleicht können wir die Quelle dieser Macht finden. Ja, das müssen wir. Wo könnte die Quelle dieser, eurer Meinung nach sein? Wahrscheinlich gibt es ein Tor zurück in unsere Ebene. Zurück nach Walenwald. Irgendein Ort, an dem sich Leben und Tod überschneiden. Das ist es. Der Steintisch. Ich muss los. Ich werde euch dort treffen. In Ordnung. Ich werde sofort aufbrechen. Ja, und zwar sofort, nachdem ich das kurz noch beendet habe. Also, ich merke es bei meinen Max-Level-Chars eigentlich überhaupt nicht so den Unterschied. Also ich merke schon anhand der DPS, die ich mache, dass ich halt weniger DPS mache. Aber grundsätzlich merke ich jetzt nicht so einen großen Unterschied. Ich hau halt immer noch bei den meisten Gegnern zweimal drauf hier so in der normalen Welt und die gehen kaputt. Wo ich auch sehr froh drüber bin, was natürlich auch dieses MMO ausmacht. Dass es halt nicht irgendwie extrem hart ist oder so, sondern dass man es halt schön spielen kann und die Quests genießen kann und so weiter. Was ich ein bisschen komisch finde, dass ich bei den kleineren Chars, wie jetzt zum Beispiel den hier, den sind wir ja auch noch am Leveln, dass ich es bei dem ganz extrem merke, seit dem Update, dass der nicht mehr so viel Schaden macht. Also das ist mir schon aufgefallen. So, jetzt aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen, glaube ich, wieder nach oben. Bei dem Steintisch, hat er doch gesagt, ne? Das ist der Steintisch. Ach so, das ist der Gegner. Achso. Ich hoffe, es gefällt euch dort. Ihr werdet zu den ständigen Bewohnern gehören. Aua. Dauert mir sonst zu lange. Aber sonst geht's noch gut, ja? Was war denn das gerade am Ende? Anscheinend sind unsere Umstände noch schlimmer als befürchtet. Die Verderbnis des Schattenwaldes breitet sich überall aus. Ich fürchte, wir können sie nicht mehr aufhalten. Wir müssen den Schatten von Nemon selbst in dieser Ebene finden, wenn wir ihn aufhalten wollen. Wo glaubt ihr, dass er sein könnte? Ich weiß es nicht, aber ich habe vor, es herauszufinden. Zuerst jedoch müsst ihr in Marbruck Bericht darüber erstatten, was wir erfahren haben. Wir müssen sie zumindest auf dem Laufenden halten. Seid unbesorgt. Sobald der richtige Zeitpunkt gekommen ist, wird der Wald mir helfen, euch wiederzufinden. Gebt bis dahin gut auf euch Acht. In Ordnung. Ich bin mir sicher, ich sehe euch bald wieder. Macht schnell! Wir müssen unsere Anstrengungen weiterführen. Ja, dann würde ich sagen... Ich bin gerade am Überlegen. Muss ich dann da hinten rum? Das sieht so aus, ne? Ja. Ah, ja. Dann schauen wir mal, ob wir hier abgeben können. Ich kann meinen Augen nicht trauen. Die Untoten ziehen sich tatsächlich zurück. Eine Zeit lang dachte ich, wir würden hier unser letztes Gefecht schlagen.
Aber ich wette, es war nicht unsere brillante Taktik, die sie vertrieben hat. Marbrook einzunehmen war nicht ihr oberstes Ziel, oder? Nein. Nemon will ganz Walenwald verderben. Dann ist es so, wie die Mähne es sagt. Magische Kräfte sind hier am Werk, die wir nicht einfach durch schiere Überzahl bezwingen können. Das sollte mich nicht überraschen. Ich bin nur froh, dass wir euch und Indenia haben, um sich dieser Sache anzunehmen. Ja, ich glaube, vielleicht ist uns Ifre doch noch gewogen. Ja, und wir haben einen präzisen Flammenstab von Werkzeug des Bienenhüters bekommen. Ich wünschte, dieser Sieg würde sich nicht so hohl anfühlen. Anscheinend können wir nicht viel gegen diese Dunkelheit tun, außer die Untoten im Zaum zu halten. Aber wir sind hier, um euch und Indenia zu unterstützen, solltet ihr uns brauchen. Werdet ihr euch ihm jetzt anschließen? Ich weiß nicht, wo er ist. Er sagte, dass er mich finden würde. So ist Indenia eben. Immer versucht er, die ganze Last allein zu schultern. Damit können wir ihn aber nicht davonkommen lassen. Es gibt Gerüchte, wonach Nämon als Lich wiedererweckt wurde. Und wenn das tatsächlich der Fall ist, wird Indenia euch auf jeden Fall brauchen. Von wem habt ihr gehört, dass Nämon ein Lich geworden ist? Einer der Geschichtenweber sagte, dass Nämon ein Lich ist und sich in Hektarheim aufhält. Ihr und Indenia solltet dorthin gehen, falls ihr die Zeit dafür findet. Doch derzeit sollte Indenia entweder in Verantpfuhl oder im schaurigen Wulain sein. Ihr solltet versuchen, ihn einzuholen. Er braucht euch. In Ordnung. Ich werde Indenia suchen gehen. Indenia ist wirklich nicht einfach, oder? Ich dachte immer, er sei halb verrückt. Man sagt, er hat das Grün im Blut. Aber die meisten Dinge, die dieser Mann tut, verstehe ich einfach nicht. Dennoch habe ich in letzter Zeit begriffen, wie gut es ist, dass wir ihn haben. Woher kommt Indenia? So verrückt wie er ist, dachte ich, er käme aus dem Dornbruch-Clan. Aber manche sagen, er stamme aus Waldheim. In Wahrheit weiß es niemand. Ich habe sogar gehört, er wäre von einer alten Grateiche aufgezogen worden, dass ihre Wurzeln seine Wiege und der Tau auf ihren Blättern seine Milch war. Er ist uns wahrlich ein Rätsel. Okay, ja gut. Dann schauen wir mal eben kurz. Ja, er zeigt nur das hier an. Ach so, ja klar, er zeigt das an. Wir müssen dann den Weg wieder zurückgehen. Nee, dann ist okay. Ja, dann würde ich sagen, dass wir hier aber erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir den Rest dann in der nächsten Folge erledigen werden. Bis dann. Ciao.